Hallo Leute, heute schauen wir uns einen weiteren Abschnitt des Vorderrheins für meinen Schweizer Flussführer an. Es ist dies der oberste Teil, den ich kenne, vom Zusammenfluss mit dem Mädelser Rhein beim Campingplatz in Disentis bis nach Cumpadrials. Der vom Oberalp durch eine schwere Schlucht herunterkommende Vorderrhein hat selten viel Wasser. Das gleiche gilt für den Mädelser Rhein, der für Wasserkraft praktisch trockengelegt ist. Daher ist es sehr selten, dass man hier oben ausreichend Wasser vorfindet. Aber keine Sorge, zahlreiche Bäche von beiden Seiten lassen den Fluss bald anschwellen und es gibt mehrere Möglichkeiten, um weiter unten einzubooten. Den obersten Einstieg erreicht man, indem man in Disentis Richtung Lukmania fährt, runter zum Campingplatz, an diesem jedoch rechts am Ufer entlang vorbeifährt. Bei den zwei Gelegenheiten, wo es genügend Wasser hatte, sind wir am unteren Ende des Campingplatzes eingestiegen. Es scheint, dass die Schneeschmelze allein nicht für ausreichend Wasser sorgt. Somit hatten wir Glück, dass das Wetter vorher warm und mit starkem Regen war. Trotzdem war es gerade genug und die ersten paar Meter sind recht steinig. Ab der ersten Brücke wird es besser, obwohl sich der Fluss hier teilt und man die bessere Route erraten muss. Dieser erste Teil kann sich stark verändern, welches neben dem Wasserstand auch einen Einfluss auf die Schwierigkeit hat. Es kann entweder ein steiles Wildwasser 2 oder gar technisches Wildwasser 4 sein. Dieses Mal war es am oberen Ende und ich war so überrascht, dass ich mir das Video vom ersten Mal nochmals anschaute, um festzustellen, dass sich die Schwierigkeiten derart stark verändern können. Auf der linken Seite bei der Felswand geht es über und um Steinblöcke. Abhängig von wann das Wasser von rechts reinfließt, erreicht man diese Stelle sogar, wenn man sich für den rechten Arm entschieden hat, wie es bei unserer ersten Fahrt war. Von rechts bringt ein Bach etwas Wasser, aber auch viel wichtiger eine Menge Geröll. Dies kann es interessant machen, da das Wasser etwas aufgestaut wird und man seinen Weg durch die kantigen Steine in einem steilen Katarakt finden muss. Dieser kann sich je nach Geschiebe stark verändern. Die Erkletter von links bringt einen erheblichen Zuschuss an Wasser. Wenn der Wasserstand bisher zu niedrig war, man sollte mindestens 5 Kubikmeter pro Sekunde beim Einstieg haben, wird es nun ausreichend während Ende Mai und Juni für den Einstieg an der Brücke unterhalb diesen Tis. Hierhin gelangt man, indem man am Bahnhof vorbei runter zum Fluss fährt. Auch hier habe ich den Vorderrhein auch schon mehrmals befahren und die Schwierigkeiten reduzieren sich auf dem nächsten Abschnitt. Hier oben in diesem Tiss ist Goldwaschen eine beliebte Freizeitaktivität. Man sollte daher nicht verwundert sein, Menschen in Gummistiefeln anzutreffen, die auf den Kiesbänken Sand schaufeln. Zumindest auf dieser Fahrt blieben die Schwierigkeiten anhaltend hoch, mit einem Eck am linken Felsen mit einem Stein in der Mitte. Wie ich später herausfand, sind wir das erste Mal rechts vorbeigefahren. Daher sollte man sich auch hier auf einen konstanten Wandel einstellen. Bis zur nächsten Brücke gibt es zahlreiche Bäche von beiden Seiten, die etwas Wasser bringen. Das Gefälle ist nicht allzu steil, verglichen mit dem ersten Teil. Trotzdem gibt es ein paar Ecken und Schwelle und auf Baumhindernisse sollte man gefasst sein. Wenn das Flussbett breiter wird, kann es schwierig werden, die beste Route zu finden, insbesondere wenn sich der Vorderrhein dann noch aufteilt. An der Brücke in Madernal kann man sich überlegen, die Fahrt zu beenden, da das Stück bis Cumpadrials mit einem Viererkatarakt aufwartet. Man kann aber auch hier einbooten, wenn man gedenkt, den Folgeabschnitt bis Trun oder Tavanasa zu fahren. 1 Kilometer unterhalb der Brücke bringt das Kraftwerk von Russein einmal mehr einen ordentlichen Zuschuss an klarem Wasser. 300 Meter weiter beginnt der Katarakt, wenn von rechts ein Bächlein hereinplätschert.
Dieses ist jedoch für den ganzen Blöcke und Geschiebe im nachfolgenden Schwall verantwortlich. Gleich wie im oberen Katarakt kann sich dies hier ändern. Rechts kann man aussteigen und sich einen Überblick verschaffen oder auch umtragen. Normalerweise teile ich den gesamten Katarakt in zwei Stücke. Der erste scheint aufgrund der großen Blöcke beeindruckender. Ich versuche mich recht zu halten, bevor ich in die Mitte ziehe, um das Kehrwasser hinter dem großen Felsen zu erreichen. Für die zweite Hälfte teilt sich der Fluss und in den letzten Jahren war der rechte Arm mehr oder weniger abgeschnitten und hatte nicht genügend Wasser. Deswegen ziehe ich in die Mitte, damit ich den linken Arm erreichen kann. Teil enthält weniger große Blöcke, ändert sich dadurch aber auch öfter, wenn manchmal auch nur geringfügig. Das Ende des Katarakts ist um die Ecke und von der Mittelinsel verborgen. Bäume können im Fluss liegen und man kann einen Blick von der Insel aus darauf werfen, bevor man losfährt. Ich würde sagen, meine Standardroute führt auf der linken Seite herunter. Aber aufgrund der Änderungen muss man hier etwas flexibel sein. Einmal unten wird es einfacher, auch wenn es noch technisch bleibt. Bald danach erreicht man die Brücke oberhalb Kumpadreals, wo man ausbooten oder weiterfahren kann. Für den Abschnitt ab hier gibt es bereits eine Flussführerfolge. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick auf den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!